Du weißt mittlerweile, wie wichtig ein beweglicher und mobiler Körper für alle Aspekte deiner Gesundheit ist. Und es wird manchmal ja gesagt, dass Sitzen dann ganz gefährlich für deine Beweglichkeit ist. Aber dem ist nicht so. Sitzen kann auch sehr, sehr gut sein. Und in dem Video zeige ich dir, wie du praktisch dein Sitzen im Alltag integrierst, um eben beweglicher sogar zu werden. Und deshalb sind wir quasi jetzt auch hier. Hier siehst du quasi keine richtigen Stühle, sondern du siehst eine Menge Möglichkeiten, um eigentlich am Boden zu sitzen. Und ich zeige dir jetzt verschiedene Positionen, wie du am Boden sitzen kannst, um deine Mobilität zu arbeiten. Und ich lade dich dazu ein, eben das in deinen Alltag zu integrieren. Voraussetzung ist sicherlich erstmal, dass du zu Hause auch Möglichkeiten hast, die einladend sind, dass du überhaupt am Boden sitzen kannst. Wenn du keinen Teppich hast, es einfach super kalt ist, dann wirst du auch nicht am Boden sitzen wollen. Aber du kannst auch auf solchen Kissen sitzen und an deiner Mobilität arbeiten. Also, eine Idee ist, im Langsitz zu sitzen. Okay? Im Langsitz wäre hier. Was passiert in diesem Langsitz? Du dehnst quasi deine Oberschenkelrückseite, kannst aber ja Dinge tun. Du kannst lesen, könntest genauso eben Fernsehen gucken. So, wir könnten im V-Sitz sitzen. Das wäre hier auch eine Dehnposition, aber hier kannst du auch Dinge tun. Wenn du das Ganze jetzt direkt schon machst und merkst, du kannst aber nicht lange so sitzen, ja, kein Problem. Du kannst dir ein Kissen nehmen, wo du auf dich setzt, oder sogar sagen, ja, setz dich auf ein etwas größeres Kissen und sitz erstmal hier im V-Sitz. Das geht wahrscheinlich für jeden. Eine Idee ist es immer, erstmal eine kurze Zeit zu starten und die Zeit dann langsam zu steigern. Wie gesagt, erstmal gerne das Gesäß erhöhen und dann die Erhöhung langsam wegnehmen. Wenn du hier sitzt, ist es immer wichtig, dass dein Becken nicht in die Richtung gekippt ist, sondern eher nach vorne gekippt ist. Das Problem ist, wenn du hier sitzt und zu lange so sitzt, wirst du immer nur noch runder. Im Idealfall möchtest du mit aufrechtem Rücken sitzen und dafür kann es eben nötig sein, dass du genau das machst, was ich gerade gesagt habe. Zack, zum Beispiel im L-Sitz, Po erhöht und hier guckst du Fernsehen oder liest oder redest, was auch immer. So, was für Sitzoptionen gibt es jetzt noch? Und ich möchte dir hier praktisch eine Toolbox, ein Werkzeugkasten eröffnen, wo du dir verschiedene Sitzpositionen erarbeitest und die eben dann nutzen kannst, damit dein Körper eben viele Bewegungsoptionen hat und eben jung bleibt. Gut, wir hatten den Langsitz, V-Sitz. Eine andere Idee ist der Sitz, wo deine Beine hier so angewinkelt sind. Biomechanisch könnten wir sagen, dein linkes Bein ist in Außenrotation, das rechte Bein ist in der Innenrotation. Ist aber nicht ganz so wichtig, was da genau passiert. Sitzt jedenfalls hier. So, das Ganze geht natürlich auch andersrum. Können hier sein. So, und interessanterweise, wenn du jetzt hier Dinge tust, zum Beispiel gehst du mal nach da oder nach da, dann merkst du schon, du hast so etwas wie eine Mobilitätsroutine drin, einfach weil du dich hier in Richtungen streckst. Okay? Also das kannst du auch sehr gerne erkunden. So, ihr könnt natürlich genauso hier ein Bein ausstrecken. Und sind da. Haben wir quasi hier einmal die Außenrotation, hier das lange, lange Bein, Oberschenkelrückseite gedehnt, könnten hier sein. Klar, genau das Gegenteil. So, dann können wir zum Beispiel auch sehr, sehr wertvoll und bei uns oft nicht gemacht in dem Fersensitz sitzen. Ja? Fersensitz ist so wertvoll, weil hier deine Knie einmal komplett komprimiert sind. Und dieser kompletten Kompression werden deine Kniegelenke aber auch genährt. Ja, es kann sein, dass es am Anfang erstmal unangenehm ist, steigere dich hier langsam, aber es ist eigentlich sehr, sehr wertvoll eben für deine Kniegesundheit. Ja, also auch das ist eine wichtige Position, um im Alltag eben zu sitzen und auch um deine Sprunggelenke in diese Richtung mal aufzudehnen, weil die natürlich hier komplett gestreckt sind. So, damit hast du schon einige Ideen, wie du im Alltag sitzen kannst. Eine andere Idee ist natürlich der Schneidersitz. Schneidersitz ist hier, wo du deine Oberschenkelinnenseite quasi dehnst, deine Adduktoren. Wenn du es ein Stück schärfer haben möchtest, kannst du zack einen Fuß hier rauf tun und hast so noch etwas mehr Dehnung. Ja, und das sind alles gute Sitzoptionen. Eine andere Idee ist ein Halbkniestand.
Wenn du hier bist, das ist vielleicht nicht ganz so entspannend, aber wieder sehr, sehr gut für die Hüfte, weil du hier die Hüfte praktisch dehnst. In dieser Position öffnest du die rechte Hüfte, kannst also genau so Fernsehen schauen. Und wenn du wirklich Fernsehen schauen willst, dann lade ich dich quasi zum Couch-Stretch ein. Dafür gehen wir einmal zur Couch. Und da kannst du die Couch benutzen, indem du hier einmal in diese Position gehst. Okay. Hast hier dein Bein quasi angewinkelt, kannst hier Fernsehen gucken und im Idealfall richtest du dein Becken auf, dehnst quasi deine rechte Hüfte, deinen rechten Oberschenkel und kannst dabei eben Dinge tun. Noch besser geht das, wenn du dich noch ein kleines Stück nach links rumdrehst. Schau natürlich, dass du dann den Fernseher eben noch siehst. Und die Idee ist, dass du damit wieder Training hast ohne Training. Andere Position, die eigentlich kein Sitzen ist, aber die auch sehr, sehr wertvoll ist, ist eben das Liegen. Liegen in der Bauchlage. Ja. In der Bauchlage kann man theoretisch Fernsehen schauen oder du kannst lesen. Was hier passiert, ist, dass deine Hüfte auch gestreckt ist. Deine Brustwirbelsäule ist gestreckt. Du machst also alles einmal das Gegenteil, wenn du eben gesessen hast auf einem Stuhl. Ja, also dieses Sitzen hier, das Liegen in der Bauchlage ist auch eine wunderbare Ruheposition. Letztendlich eine Mobilitätsposition, die ich sehr, sehr gerne einnehme. Also meine Einladung ist auch, wenn du zum Beispiel mal in deinem normalen Arbeitsflow bist und dann aber eine Aufgabe hast, wo du mal irgendwas lesen musst, ja, dann wechsel doch mal die Position, leg dich am Boden, setz dich am Boden, wenn das irgendwie möglich ist, ja, organisatorisch, ich denke, das ist klar. Und so hältst du deinen Körper mobil. So, ganz wichtig in meiner Erfahrung ist, dass du ein Umfeld hast, was dir das eben ermöglicht. Wenn du einen angenehmen Platz am Boden hast, wie so einen schönen Teppich und solche einladenden Sitzmöbel, Sitzmöbel im Sinne von artgerechte Sitzmöbel, dann wirst du es auch mehr tun. Wenn du ein ausladendes Umfeld hast, dann wirst du es a. mehr vergessen und andererseits ist es nicht so angenehm. Mach es dir also leicht, indem du dein Umfeld so gestaltest, dass es eben artgerechte Bewegung zulässt. So. In diesem Sinne wünsche ich dir allzeit gute Mobilität, viel Training ohne Training und bleib jung und gesund.